Also ich habe tatsächlich einen Buchtipp und war ganz froh. Das ist ein Buch, das habe ich erst vor 3 Tagen geschenkt bekommen und fing an zu lesen. Ich habe es auch noch bei weitem nicht durchgelesen und dachte, oh Gott, Gott sei Dank kam mir dieses Buch in die Hand, denn auf der Messe wird mich garantiert jemand fragen, ob ich einen Buchtipp habe. Es ist ein Buch eines Autors, der Mitte 80 schon ist, also in hohen Alters. Er lebt in München und heißt Ernst Augustin und hat zahlreiche Bücher veröffentlicht. Ein Autor, der in Deutschland nie so populär wurde wie jetzt Günter Grass zum Beispiel, obwohl die eines Jahrgangs sind. Und er schreibt fantastische Bücher im doppelten Sinn. Also mit sehr viel Fantasie, auch in imaginären Welten. Häuser spielen da eine große Rolle. Und er hat zahlreiche Bücher veröffentlicht. Reisen spielt eine große Rolle. Da fühle ich eine Affinität, vor allem aber im Ton. Der Ton ist sehr ironisch, der Ton ist sehr poetisch, ist eine wunderbare Sprache. Und dieses Buch heißt Robinsons Blaues Haus. Und das ist im Beck Verlag erschienen jetzt gerade und ist sein bis dato eben jüngstes Buch und ist auch eine Lebensreise, auch eine Lebensrückschau, die man natürlich im Alter von 85 für etwas angemessener hält als mit 50. Aber ich bin ja in der Überzeugung eigentlich, dass man alle 10 Jahre seine Lebensgeschichte erzählen sollte. Wenn ich es in 10 Jahren wieder täte, würde ich vielleicht nicht mehr diese fiktive Form wählen, sondern eine andere. Und dieser Augustin, deshalb erwähne ich ihn auch, der erzählt mit einer unglaublichen Souveränität. Und das ist im Sinne Ihrer Frage nach dem Ansporn, das ist für mich das Wichtigste beim Schreiben. Dass man wirklich schafft, während des Schreibens zu dem zu kommen, warum man schreibt, und vergisst kurzfristig auch diese Welt da draußen und all die Leute, die immer sagen, man muss es so tun, man muss es so tun, so geht es aber nicht, das darf man nicht. Ein Satz wie, das darf man nicht, gilt in vieler Hinsicht, der gilt moralisch, der gilt gesellschaftlich, aber der gilt nicht in der Kunst. Damit kommt man einfach zu nichts. Und Augustin hat immer gemacht, was er wollte, scheint mir, und manchmal klappt es, manchmal nicht, und Robinsons Blaues Haus ist toll. Wie gesagt, ich bin erst auf einem Drittel, aber ich bin sicher, dass mich das Buch auch nach hinten nicht enttäuschen wird.